So, da sind wir wieder. Der Laptop ist gerade noch mitten im Update. Aber ich meine, der ist schon ungefähr 5 Minuten drinne, dürfte also gleich fertig sein. Wenn ich weiß, wovon ich rede, von dem dritten, naja, retro-ish Laptop, dem Lenovo ThinkPad T400. Ist also schon relativ modern. Und ja, jetzt arbeite ich mit der normalen Kamera, nicht mit der Ultra-Wide. Und schon funktioniert auch das Scharfstellen. Haha. Problem ist, jetzt muss ich natürlich mit dem Handy weiter weggehen. Damit ich den gesamten Laptop sehe, muss ich quasi... Ich stecke jetzt mit dem Kopf in der Wand. Ja, ich habe NoClip aktiviert. Und das Handy ist auch schon im Nachbarzimmer. Ja. Mein wunderschönes Zimmer. Ja, genau. Update muss gleich fertig sein. Das heißt, wir können gleich nochmal gucken, wie das denn aussieht mit der Performance von dem Laptop, wenn nichts im Hintergrund läuft. Das Schöne ist halt bei Linux, du kannst einfach das Update ausführen und danach ist Ruhe. So, dann weißt du genau, du hast die gesamte Performance für dich. Und nicht so wie Windows, wo du erstens den Rechner 50 Mal neu starten musst, damit alle Updates installiert sind. Dann weißt du nicht mal, ob alle Updates installiert sind oder ob noch 3 Updates kommen irgendwann. Und selbst wenn er keine Updates macht, ist trotzdem immer irgendwas aktiv, was die CPU-Leistung braucht. Das ist so dumm. Warum nicht so wie Linux? Hier habe ich einen Befehl, den führe ich aus, mache da alle Updates mit einmal und bumm, fertig. Ach, das Leben könnte so einfach sein. Naja. Wie gesagt, der limitierende Faktor ist hier vor allen Dingen halt, man sieht ab und zu, spekt die CPU aus auf Maximum. Boah, wie schön er das jetzt scharf stellen kann, ne? Mit der richtigen Kamera. Da lohnt sich doch 4K. Genau, also, was soll ich gerade sagen? Genau, ab und zu ist die CPU der limitierende Faktor, aber in der meisten Zeit halt wirklich die SSD. Es ist schon fertig. So, dann war's das, siehst du? Nach nicht mal 10 Minuten ist er mit dem Update fertig und ist wieder auf dem aktuellsten Stand. Und vor allen Dingen der Unterschied zwischen Linux und Windows, hier sind mit dem Update auch gleich alle Programme upgedatet. Also auch Chrome, LibreOffice, VLC Media Player, alles. Und nicht so wie unter Windows, dass nur Windows geupdatet ist und du dann die anderen Programme auch nochmal updaten musst. Oder die sich dann separat updaten, I don't know. So, auf jeden Fall, jetzt sieht man hier keine Auslastung at all. Und jetzt starten wir nochmal, gucken wir mal, ob wir hier nochmal ein Video machen können, was ein bisschen mehr Bitrate braucht. Aber ich glaube, ich habe hier so eine Videos gar nicht auf dem Rechner drauf, warum auch immer. Das ist natürlich schade. Ich überlege gerade, machen wir mal das hier an. So, und da haben wir jetzt hier eine Auslastung von, ja, wie gesagt, 30-40% bei einem Full-HD-Video. Das heißt, man merkt also, dieser Laptop ist für Multimedia definitiv top geeignet. Und er ist sogar auch von der Grafikleistung her, ich meine, der hat jetzt nicht die schnellste GPU drinne. Der hat, glaube ich, gar keine Dedicated, sondern der hat nur die Onboard-Grafik drinne. Genau, hier sieht man es schon. Ey, da. Intel Mobile 4 Series Graphics Chipset. Das heißt, es ist die integrierte Grafik in der GPU selber, in der CPU, so rum. Ist also in der iGPU. Aber es reicht zumindest aus für, ich glaube, mein Test. Müsste ich installiert haben. Dann gucken wir kurz. Ja, mein Test ist installiert. Dann starten wir das gute Ding mal. Und starten wir mal ein Spiel. So, und wie gesagt, hier oben links wird ihr gleichzeitig die CPU auslassen. Könnt ihr mal immer so einen Blick drauf lassen. Für die, die es interessiert, so rum, da die CPU. Und hier unten ist die Festplattenauslastung. Ist zweimal. Einmal die Gesamtauslastung aller Festplatten und einmal die eingebauten. Aktuell ist nur die eingebaute drinne, von daher ist das gleiche wie das. Aber wenn man jetzt mehrere Festplatten noch angeschlossen hätte, über USB zum Beispiel, also USB-Sticks, ne, denn egal, auf jeden Fall das Festplatte, das CPU und dann schmeißen wir einfach mal hier mein Test an und gucken mal, was das System dazu sagt. Also ich weiß, dass es läuft, weil ich habe schon mit öfters mal gespielt. Oh ja. Bei so viel Blau findet der kein Punkt zum Scharfstellen. So. Schon sind wir in MeinTest drinne. Und wir haben eine Framerate von
15 Bildern pro Sekunde. Das bei HD, wie gesagt, ne? Also ist ja kein Full HD. Und das, obwohl wir mitten im Wald stehen. Also es ist auf jeden Fall spielbar, ne? Wie gesagt, ich bin ja extra in den Wald reingegangen, weil Wald ist so ziemlich das Schlimmste, was man haben kann, was die Performance angeht. Das heißt, das hier ist jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario. Und da schafft er bei nahezu Vollbild immer noch 15 Bilder pro Sekunde. Er ist sogar gerade bei 18 Bilder pro Sekunde. Oh, jetzt noch nur bei 14 Bilder. Also, ja, je nachdem, wie viele Bäume halt sind, ne? Aber wie gesagt, es ist halt spielbar. Ne? Ist jetzt kein smooth Experience, zumindest so lange, wie man im Wald ist. Wenn man außerhalb vom Wald ist, dann geht's natürlich auch. Ich weiß gar nicht. Oh. Ich glaub, ich wurde gerade angegriffen. Ich glaube, hier ist überall Wald, kann das sein? Und auf jeden Fall, wie gesagt, man sieht ja, ne, es ist auf jeden Fall spielbar. Also, es funktioniert. Oder da sieht man auch währenddessen die Auslastung. CPU ist so ein bisschen am struggeln, aber ist noch weit im grünen Bereich. Festplatte war halt gar kein Problem, weil Linux. Da hast du ja Lese-Schreib-Cache. Von daher ist die Festplatte überhaupt kein limitierender Faktor. Und sonst, wie gesagt, wunderbares Stück Technik. Von daher ist das halt schon relativ moderner Laptop, mit dem man schon relativ viele Sachen machen kann. Ist aber halt auch schon ein bisschen betagt. Ne? Gut, dann das auf jeden Fall dazu. Dann fahre ich die Kiste mal runter. Und dann soll es das mit dem Laptop auch gewesen sein. Und dann kommen wir im nächsten Video zu meinem Kernstück, meiner Retro-Sammlung, meinem Dell Latitude. Und schon ist er runtergefahren. Mann, ging das schnell. Mach das mal mit Windows. Gutchen, bis dann.